Die deutschen Basketballer sind Weltmeister. In der philippinischen Hauptstadt Manila schlug das Team von Trainer Herbert die Gegner aus Serbien mit 83 zu 77. Es ist der erste Finalsieg bei einer WM in der Geschichte des deutschen Basketballs. Eine Sportsensation, nachdem die Deutschen am Freitag schon einen spektakulären Halbfinalsieg gegen Topfavorit USA eingefahren hatten. Bislang hatte Deutschland bei einer WM erst eine Medaille geholt. 2002 gab es in Indianapolis Bronze. Nun dieser historische Erfolg. Und in Halle begrüße ich jetzt meinen Kollegen Michael Brandt. Er hat das Finale eben gemeinsam mit der Mutter und dem Opa von Nationalspieler Andi Obst geschaut. Michael, das dürfte ja wirklich ein lebhafter Nachmittag gewesen sein. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr langes Spiel. Was ist das für ein Moment? Sehr emotionaler Moment und ich bin so wahnsinnig happy, dass sich das Team mit der Goldmedaille belohnt hat. Die sind so eine super Truppe und ich freue mich einfach für alle. Der Junge hat Ihnen eine WhatsApp geschickt, das darf ich erzählen, dass Sie das schaffen, die Jungs, ja, so war das. Er hat gesagt, wir machen das. Ich habe gesagt, bitte, ich wünsche euch viel Erfolg und noch das Quäntchen Glück. Und er hat gesagt, wir machen das. Und die haben es gemacht. Jetzt kommen gerade die Hymne, ja, sie wollen, glaube ich, aufstehen. Ja. Ich, ja, ja. Mal, ja. Machen Sie das mal. Neben mir sitzt hier noch der Opa, Wolf-Dieter Obst. Herr Obst, ohne Sie wäre, glaube ich, der Andreas niemals Weltmeister geworden. Sie haben ihm diesen ersten Korb dran gebaut, kann man das so sagen? Da hat er mal trainiert. Ja, aber zu viel der Ehre. Aber Sie haben ihm diesen Korb dran gebaut, der ich immer trainiert. Ich habe den Korb dreimal geschweißt, habe vier Dübel gemacht. Erst kleiner und immer größer, bis zum Letzten. Und die Nachbarn fanden das auch toll? Den Korb habe ich noch. Und die Nachbarn fanden das auch toll? Na, nicht so ganz. Was ist das für ein Moment? Jetzt läuft die Hymne. Was ist das für ein Moment für Sie? Nee, also ich bin überwältigt. Dann genießen wir jetzt die Hymne und zurück nach Hamburg zur Tagesschau. Ja, vielen Dank für diese Eindrücke, Michael Brandt, nach Halle von der Familie des Nationalspielers Andi Obst. Vielen Dank.